adventure begins. Tobon Tade back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 in unserem kleinen Häuschen am Wasser bei der Nuka-Cola-Fabrik. Und warum mal wieder hier? Es gibt viele Neuigkeiten und Neuerungen in unserem Haus. Die erste Sache, wo ich unbedingt sagen muss, ist, einen Moment, bei Notizen haben ja die Baupläne und die haben ja richtig viele im Inventar gehabt und jetzt habe ich da mal aus Versehen draufgeklickt und seht nun, wir haben das freigeschaltet, also man muss immer hier draufklicken, damit es freigeschalten wird und dann kann man das auch erst bauen. Darum haben wir auch nie so viel hier drin gehabt und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, ich weiß jetzt nicht, ja, ist auf jeden Fall viel mehr Waffen hinzugekommen. Das hat ja, also wenn man mal geschaut hat, wie viel Baupläne wir überhaupt hatten, das war auch schon ziemlich heftig. Und hier kann man auch sehen, sehr viele neue Sachen, Lederrüstung, Brustteile, alles mögliche kam dazu und natürlich auch zum Bauen kam vieles zu und da habe ich die ein oder andere Sache schon einmal gebaut. Bevor wir das jetzt anschauen, mehr habe ich wieder bemerkt, dass wir dezent durstig sind und was zum Essen haben wir nichts oder was? Gut. Wir haben erstens mal hier eine Vitrine, einen Schaukasten. Habe ich jetzt mal ein paar Sachen reingelegt. Wie so ein Brehem-Schädel ist es. Dann hier so ein Schaltkreis, Eisenerz und eine kleine Schachfigur, wo wir mal in einer Folge gefunden haben. Und sieht eigentlich ganz cool aus. Hier haben wir einen Waffenständer. Habe ich gleich mal eine Waffe hingemacht und hier ein Wackelpuppenständer. Da kann man ja die Wackelpuppen hier sammeln, geben ja bestimmte Sachen dazu und die kann man dann hier reinstellen und am Schluss irgendwann hat man dann halt alle. Und dann noch ein Comicständer, wo ein bisschen schräg dran ist. Da haben wir bisher nur deine Comics und die lasse ich nur drin, weil die gute Werte zugeben. Und natürlich, was mir heute auch als, wie soll ich sagen, etwas Besonderes, sage ich jetzt einfach mal. Wir bauen unsere erste Wasserquelle. Ist zwar nur so ein, so eine kleine Wasserpumpe und haben wir keinen Beton. Oh, muss kurz schauen. Nein. Oder? Baumwolle. Ah, jetzt wirklich ein Beton. R. Gott. Wir haben. Ah, na gut, dann müssen wir das mal anders bauen. Wir haben hier leider keinen Beton. Oh. Aber auf jeden Fall ziemlich cool, was alles dazu kam. Ein größerer Generator oder so haben wir ja bisher noch nicht gefunden. Und hier bin gerade erst auf den Server gejoint, damit ich gleich eine Aufnahme starten kann. Und der hat mal wieder zwei Gegenstände dazu gebracht. Also sage ich, kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr genügend Atomics habt, kauft euch diese Roboterstation. Bringt echt was. Und was machen wir denn heute? Wir schauen also erstmal auf die Daten. Hauptquest. Tourismusbüro spricht mit dem Bürgermeister von Krafton. Schließt die Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit ab. Und genau das wollte ich heute machen. Oh, ist hier jemand? Ich zeig's gerade jemand an, dass jemand bei mir ist.
Concrete. Ach, lol. Oh. Hallo. Okay. Aber der lenkt uns nicht von unserer Aufgabe ab. Hier ist sie. Und hier sind auch ein paar. Level 11. Und Schnellreise. So, hier geht's weiter bei dem Hornwright Industry Gelände. Wir müssen da nach hinten. Oder haben wir überhaupt unsere Waffen nachgeladen? Doch, die ist nachgeladen. Oh. Ist auch einer der coolsten Plätze bisher hier. Finde ich so ein guter Ausgleich von zerstört und noch guten Gebäuden. Und da müssen wir hin, okay. Mit dem. Ist es in dem Gebäude oder? Nee. Entdeckt Charleston Herald. Charleston Herald. Ach, das ist ein normales Gebäude, okay. Ach, da müssen wir nach oben. Okay. Was gibt's denn hier? So kleine Telefon. Die finde ich eigentlich auch ziemlich schick. Ah, hier hat man schon wieder tausende Steps. Wir sind eigentlich auch schon ziemlich weit mit dem Level. Wir sind jetzt schon Level 12. Und Schreibmaschinen. Ah, oh, wo geht's denn hier? Hier geht's hoch. Okay. Gehen wir mal hier hin. Was sagt denn das Terminal? Achtung, Feuertaufe, Bewerber, nach dem Beginn der Prüfung müsst ihr die Tasten der Reihe nach A bis B drücken und danach zum Start zurückkehren. Oh? Oh, toll. Shotgun kaputt gegangen. Pumpgun. Oh, muss man auch mal wieder eine Hunde. Okay, weiter geht's. Drücken und danach zum Start zurückkehren, um eure Zeit festzulegen. B zu A. Solltet ihr euch noch nicht für die Prüfung registriert haben, kommt zur Feuerwache Charleston und meldet euch beim diensthabenden Captain, der höchstwahrscheinlich ich sein werde, wenn ich noch atme. Melody Larkin. Spielzeit maximal 3 Minuten. Bevor mir das jetzt mal hat, clearen wir das Gebäude hier drin mal. Der war doch, hey Leute, der war. Kombi-Schraubenschlüssel. First Try, Leute. Seht ihr meine Entschlüsselungskunst? Ui, hätte ich fast übersehen. Wieder eine hier. Oh, nein. Jetzt da. Checkpot. Schicke Haarbürste, Staff Messer, Vorkriegsgeld. Okay. Gute Sachen. Oh, hier sind zwei Holo. Ah, hier ist noch ein Tresor. Ah, okay. Dann hören mal die Holobands an. Okay, die Aufnahme läuft. Vielen Dank nochmal, dass Sie mich kontaktiert haben. Ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt, dass Ihr Brief keine Fälschung war.
Natürlich, Miss Carter. Ich hoffe, die Reise war nicht zu beschwerlich. Es war eine neue Erfahrung. Ich bin es nicht gewohnt, Interviews mit einem Sack über dem Kopf zu beginnen. Aber ich kann wohl froh sein, dass es kein dummer Scherz war. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Nicht aufzufallen ist für meine Familie und mich mittlerweile eine Notwendigkeit. Wie kommt das, Senator? Warum haben Sie Ihre Stellung so plötzlich aufgegeben? Ich hielt das für die einzige Möglichkeit, meine Familie zu beschützen, Miss Carter. Aber seitdem ist mir klar geworden, dass ich andere Leute, die mir viel bedeuten, in großer Gefahr allein gelassen habe. Ich hatte gehofft, dass Sie mir helfen könnten, das gut zu machen. Was meinen Sie damit, Senator? In den Hallen der Regierung sind finstere Mächte am Werk. Ich und die anderen Mitglieder der Freien Staaten wollen nicht mehr länger an den verwesenen Leichnam dieser Nation gekettet sein. Und alle, denen ihr Leben etwas wert ist, sollten es uns gleich tun. Den Bürgern der Vereinigten Staaten bleibt nur noch eine Wahl. Sie müssen sich selbst durchschlagen. Packen Sie nur das Nötigste und hauen Sie ab. Und zwar schnell. Das Ende naht, Miss Carter. Und wenn es soweit ist, hat Ihre Regierung kein Interesse daran, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Teil 2. Finstere Mächte? Das Ende naht? Senator, Sie nehmen hier große Worte in den Mund. Haben Sie Beweise für all das? Ich versichere Ihnen, Miss Carter, das ist kein wirres Weltuntergangsgerede. Meine Informationen stammen aus verlässlichen Quellen. Und ich soll Ihnen das einfach so glauben? Das müssen Sie, Miss Carter. Ich will Leben retten, aber nicht weitere aufs Spiel setzen, indem ich meine Quellen preisgebe. Senator, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber es klingt, als würden Sie Panik verbreiten wollen. Und ohne Beweise will ich damit nichts zu tun haben. Mir wurde außerdem streng vertraulich mitgeteilt, dass Sie kürzlich mehrmals dabei gesehen wurden, wie Sie einen gewissen Neurologen in Charleston... Es geht hier nicht um meine Gesundheit, Miss Carter. Es geht um Menschenleben. Die Exekutive, die Leiter der Industrien, selbst das Landwirtschaftsministerium. Ich habe Ihnen in die Karten geblickt und Sie haben meine Tochter und mich bedroht. Unser Leben ist Ihnen nichts wert. Wir können nur überleben, indem wir uns ausklinken. Ich bitte Sie nur um eins, dass Sie diese Nachricht verbreiten. Ich wollte Sie wirklich nicht beleidigen. Aber verstehen Sie doch, wie das Ganze aus meiner Perspektive klingt. Das verstehe ich natürlich. Aber es ist ein heikles Thema. Dürfte ich eine letzte Frage stellen? Wenn Sie dann meinem Wunsch nachkommen, gerne. Sie haben Ihr Amt noch nicht offiziell niedergelegt. Haben Sie das denn vor? Sehen Sie dieses Interview als offizielle Rücktrittserklärung. Machen Sie es überall bekannt, Miss Carter. Ich wünsche mir nur, dass Sie gleichzeitig auch meine Warnungen bekannt machen. Und sonst nichts. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen würden, meine Tochter und ich haben viel zu tun. Schließlich sind wir ganz auf uns allein gestellt. Und Interview mit Sprecherin Poole. Suchen wir immer noch nach Governor Evans? Stimmt es, dass Holbrook als stellvertretender Governor agiert? Nein. Die Nachfolgeregelung besagt eindeutig, dass der Sprecher über dem Fraktionsvorsitzenden steht. Ich habe keine Zeit für... Stimmt es, dass ein Zombie-Mob den südwestlichen Kontrollpunkt angegriffen hat? Was? Wer hat das... Nein, das waren von der Strahlung beeinflusste Leute. Viele von ihnen sind drüben im Krankenhaus. Die armen Seelen. Gibt es schon irgendeine Nachricht aus Washington, Ma'am? Sind wir immer noch im Krieg? Was ist mit den Mutationen? Und mit den Berichten von Leuten, die den Mottenmann gesehen haben? Okay, das reicht. Der Herald war eine ehrbare Zeitung und ihr seid dabei, ihn in den Schmutz zu ziehen. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Marshall, sorgen Sie dafür, dass unsere Freundin hier nach draußen findet. Mottenmann, echt jetzt? Sie haben sie gehört. Geschlossene Sitzung. Keine Reporter. Oh, verdammt. Schön.
Aber es gibt Berichte über Leute, die den Mottenmann gesehen haben. Aha. Verschwinden Sie bloß, bevor ich Ihre Akquirierung zurückziehe. Okay, okay. Ich gehe ja. Ist schon gut. Und Charleston Herald Exklusivbericht. Ich bin William Breyer, Enthüllungsjournalist beim Charleston Herald. Ich stehe gerade vor dem Sicherheitszaun einer der Anlagen von Hornwright Industrial, die in den letzten Monaten in der Gegend errichtet wurden. Ich versuche heute Antworten zu etwas zu erhalten, was in gewissen Kreisen als das Hauptader-Projekt bekannt ist. Könnte das die Antwort sein, nach der die Familien der hiesigen Bergarbeiter gesucht haben? Eine Reihe neuer Bergbauprojekte, um die Wirtschaft in der Region neu anzukurbeln? Oder könnte es sich um neue Giftmülldeponien handeln, die den Boden unter unseren Füßen verseuchen, wie es einige Umweltschutzgruppen vermuten? Zumindest kann der jüngste Anstieg seismischer Aktivitäten nach Meinung hiesiger Experten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diesen Anlagen zugeschrieben werden. Und nun bin ich hier, um mir selbst anzusehen, was wirklich vorgeht. Ich habe gerade ein kleines Loch in der ersten Reihe von Zäunen gefunden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem. Stacheldraht, bewaffnete Wachen, wie in einem Kriegsgebiet. Ich gehe über eine kleine Anhöhe und... Heilige Mutter Gottes, die Erde bebt und... Meine Güte, was ist das? Hey, sieh da! Das ist ein Privatgebiet! Scheiße! Das ist dieser Reporter! Verdammt! Er hat eine Waffe! Waffe? Moment, das ist keine... Okay. Sehr interessanter Bericht. Und vor allem auch viele Holobänder gerade. Und hier sind wir an so einem angedockten Gebäude. Stimpack Vorkriegsgeld. Alle cool. Jetzt merkt man auch richtig im Spiel, dass es gerade so übel schräg ist. Okay. Eigentlich wollte ich nur die Prüfung da machen. Aber es gibt da doch heute einiges zu tun hier. Zu erkunden. Und wir haben auch voll viele Baupläne noch gefunden. Ich glaube, 2-3 Stück waren es mindestens. Okay, Kaffeekanne. Ist auch mal cool, hier hat man auch einen schönen Ausblick auf die Stadt. Zu dem Atomkraftwerk müssen wir auch mal, da hätte ich so Bock drauf. Was ist unten? Gehen wir mal als erstes mal ganz nach oben. Und halt auch wieder eine XXL-Folge. Oh, eine Popgun. Schlosserhammer, Schraubenzieher, sonst ja, dann noch. Corkshot. Die Mods, da kannst du, glaub, die Waffen verbessern. Und wie man das einfach, den Wind hört, finde ich einfach geil gemacht. Einfach auf so viel geachtet. Und sperren. Ja. Schicke Haarbrüste, Brustkorb und Wirbelsäule. Rektoren-Outfit. Aber wie viel, und wie das so verbuggte Leichen. Das finde ich echt manchmal ein bisschen blöd. Splittergranate und Schießpulver. Ah, jetzt sind wir ganz oben. Was da hinten? Ach, die Schließe. Okay.
Hm, was gibt's hier noch? CQ Buff. Oh. Oh, der. Alter, jetzt sieht man zuerst mal hier so vorne dran. Es sieht irgendwie wie so ein Kapitol aus oder so in der Art. Also hier müssen wir auch mal weitermachen. Endlich die ganze Zeit Quest, Quest, Quest und allem drum und dran. Sondern einfach mal in dem Gebäude sind wir, in der Tür, Entschuldigung, sind wir gerade nur in das andere, in das, Industry, Horn, Ride, Industry. Hm, hier gibt's hier nichts mehr. Wo geht's denn hier rüber? Geht's hier runter? Na, ah! Bitte gebt keinen Kommentar dazu jetzt ab. Das war mal wieder. Ich sterbe eigentlich immer so sinnlos. Das ist. Wie verhext manchmal. Ah, jetzt machen wir mal die Prüfung hier. Laden. Solltet ihr noch für die Prüfung registriert haben, kommt zu euch. Achtung, Feuertaufbewerber. Nach dem Beginn der Prüfung müsst ihr den Tasten. Oh. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Abgeschlossen. Let's go. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Was soll ich? Hier den Gold Kontrollpunkt. Na, wo? Ja. Kontrollpunkt aktiviert. Und jetzt aktiviere den Kontrollpunkt und kehre. Ah, da drüben ist noch einer. Tschüss, ey. Wo soll der Kontrollpunkt sein? Der ist da unten. Muss ich mich verarschen. Okay, los, komm, los, 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 los. Beweg deinen Arsch. Den Kontrollpunkt so weit weg. Was hat denn das mit einer Prüfung zu tun? Das ist einfach dummes Hin und Herren. Alter, hier so doch geile, zertrümmerte Gegenden. Das müssen wir auch mal später unbedingt anschauen. Aber nicht heute. Die Folge geht eh jetzt schon wieder 5.20 Uhr, oder? Ja, hier hoch. Ah doch, das ist tatsächlich ein Kapitol. Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Oh shit. Na fuck, das packt mir nicht mehr. Komm los, 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 los. Ah. Sekunden jetzt kommen. Scheiß auf Strahlung. Jetzt sind 12, 11. Ach man, ernsthaft. Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit abgeschlossen. Zeit inakzeptabel.
Bitte versuchen Sie es erneut. Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Jetzt haben wir es geschafft. Auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Okay. Hallo Bewerber. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Okay. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen. Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erledigt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuer Bot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Und damit ciao, Leute. War never changes.